So, das Thema heute knüpft ein bisschen an das an, was wir letztes Mal gehört haben, was ich letztes Mal referiert habe. Sie werden dann sehen, also dieser, ich hatte ja angedeutet, dass Ernst Simmel für mich in gewisser Weise eine Entdeckung gewesen ist, was seine theoretischen Konstrukte zur Psychoanalyse, seine Beiträge, vor allen Dingen seine Beiträge zur Aufklärung der Kriegstraumata, also kriegstraumatisierten Soldaten, und dann vor allem 1944 sein Beitrag zur Sozialpsychologie des Antisemitismus gewesen ist. Und insbesondere, was im Fokus der letzten Vorlesung gestanden hat, dieses Verhältnis von Pathologie und Normalität ist etwas, was mich die ganze Zeit eigentlich immer auch umtreibt, in beiden Arbeitsfeldern und Arbeitsschwerpunkten, sowohl in der Geschlechterforschung als auch in der politischen Psychologie. So, das Thema ist ganz normale Massenmörder heute. Also wir nähern uns Weihnachten, das wird dann immer gemütlicher. Zum Normalitätsbegriff in der neueren NS-Täterforschung. Der Historiker Saul Friedländer betont in seinen Forschungen zum Nationalsozialismus und zur Shoah immer wieder die Gleichzeitigkeit und die Wechselwirkung vollkommen heterogener Prozesse und Phänomene im Nationalsozialismus. Messianischer Fanatismus und bürokratische Geflissenheit, pathologische Impulse und bürokratische Rationalität sowie archaische Einstellungen neben der Zweckrationalität einer hochentwickelten Industriegesellschaft. Banale Normalität und eine Monstrosität der Taten in bisher nicht bekanntem Ausmaß. Diese Charakterisierungen galten nicht nur strukturell, also für das politische System des Nationalsozialismus und die gesellschaftlichen Verhältnisse und den nationalsozialistischen Alltag, sondern auch für die Täterinnen und Täter, die sogenannten, wie Goldhang sie genannt hat, freiwilligen Exekutoren des Vernichtungsprogramms. Lässt sich das mit jener Überzeugung von der Normalität der Täter vereinbaren, die als unhinterfragbare Gewissheit den Mainstream in der geschichtswissenschaftlichen und sozialpsychologischen NS-Täterforschung ausmacht? Waren alle Täter, oder zumindest die meisten, einfach nur voll normal? Daran lassen sich erhebliche oder einige Zweifel anmelden. In ihrem Bericht über den Prozess gegen Adolf Eichmann betont Hannah Arendt 1964, dass jeder sehen konnte, Zitat, dass dieser Mann kein Ungeheuer war. Aber, so fährt sie fort, es war in der Tat sehr schwierig, sich des Verdachts zu erwehren, dass man es mit einem Hanswurst zu tun hat. Und ganz ähnlich wie die Beschreibung der Wirkung Hitlers durch Theodor W. Adorno als eine Mischung aus King Kong und Vorstadtfriseur, weist Hannah Arendt bei Eichmann auf das offenkundige, Zitat, Dilemma zwischen dem namenlosen Entsetzen vor seinen Taten und der unbestreitbaren Lächerlichkeit des Mannes, der sie begangen hatte, hin. Das heißt, so ihre Schlussfolgerung, die in der jüngeren Geschichtswissenschaft eine bis heute anhaltende Konjunktur erfahren hat. Hannah Arendt meint damit, dass diese Mörder waren keine gemeinen Verbrecher. Sie waren auch nicht geborene Sadisten oder sonst pervertiert. Man hatte es also mit normalen Menschen zu tun. Auch Robert J. Lifton bestätigt in seiner profunden Studie Ärzte im Dritten Reich die These von der Durchschnittlichkeit der Täter am Beispiel der NS-Mediziner. Sie waren weder brillant noch dumm, weder von Geburt aus böse, noch in moralischer Hinsicht besonders sensibel. Sie waren also keineswegs die dämonischen Figuren, sadistisch, fanatisch und mordgierig, für die sie oft genug gehalten worden sind. Dieses inzwischen inflationär verwendete, aber nicht weiter hinterfragte Etikett normal reicht aber meiner Ansicht nach nicht aus, um die in Hannah Arendts These von der Banalität des Bösen sprachlich verdichtete Kluft zwischen der Monstrosität der Taten und der vergleichsweise banal wirkenden Durchschnittlichkeit der Täter zu erklären. Wie ist diese Kluft genauer zu begreifen? Wenn angeblich absolute Durchschnittsmenschen die schlimmsten Menschheitsverbrechen begehen können, muss das Problem in ihrer Psychogenese zum Massenmörder und in dieser Entwicklung fördernden gesellschaftlichen und politischen Bedingungen liegen. Ein genauerer Blick darauf lässt aber erhebliche Zweifel aufkommen,
ob diese miteinander verzahnte Gesamtentwicklung noch als vollkommen normal bezeichnet werden kann. Ausgangspunkt meiner folgenden kritischen Überlegung ist ein Zitat des Diskurstheoretikers Jürgen Link, mit dem er die pauschale und universelle Verwendung des Normalitätsbegriffs kritisiert. Vor dem Hintergrund der üblichen Rede von der schrecklichen Normalität des industriell durchgeführten und bürokratisch geregelten Massenmords an europäischen Juden wirft Link das Problem einer absoluten Normalitätsgrenze mit der Frage auf, kann etwa schlechthin alles, auch der Tod, auch der Terror, auch das Grauen, auch der Genozid dadurch normalisiert erscheinen, dass er partiell und sektoriell normal funktioniert? Das bringt uns zu der Hauptfrage meines Vortrags. Wie war und ist es möglich, aus halbwegs normalen, gewöhnlichen und dem Bevölkerungsdurchschnitt entsprechenden scheinbar harmlosen Menschen, grausame Massenmörder, Mörderinnen sowie, und das sollte nicht vernachlässigt werden, an den Verbrechen Mitschuldige, Mittäterinnen, Zuschauerinnen und Klaköre zu machen? Und, so meine Frage aus sozialpsychologischer Perspektive, welche psychischen Antriebskräfte bestimmten dabei ihr Handeln? Diesen Fragen werde ich mich in zwei Schritten annähern, wobei hier aus Zeitgründen natürlich nur ein skizzenhafter Überblick möglich ist. Erstens werde ich streiflichtartig die Geschichte der Täterforschung in groben Phasen sozusagen einteilen und die Durchsetzung dieses Normalitätsbegriffs behandeln. Zweitens werde ich in Ansätzen die Umrisse eines eigenen Ansatzes in Anlehnung und Anknüpfung unter anderem an Ernst Simmel, an eine Analyse der NS-Täterschaft im Zeichen eines kollektiven paranoiden Wahns vorstellen, der von einer Kritik des meines Erachtens falschen Gegensatzes von normal und pathologisch ausgeht. Damit komme ich zum ersten Punkt, also der Durchsetzung und Bedeutung des Normalitätsparadigmas in der Täterforschung. Die Entwicklungslinien des öffentlichen und wissenschaftlichen Blicks auf die NS-Täter lassen sich in drei große sich überlagernde Phasen verdichten. Die erste Phase erstreckte sich bis ca. Anfang der 1960er Jahre und war vor allem durch einen dämonisierenden und pathologisierenden Blick auf die Täter gekennzeichnet. Als verbrecherisch und damit als schuldig galten einige wenige Angehörige der NS-Führungselite. Hitler, Himmler, Heydrich und so weiter. Die Gestapo und die SS, so der Historiker Gerhard Paul in seiner Überblicksdarstellung, als Hort des Abnormen diabolisiert und damit aus der normalen deutschen Gesellschaft hinaus interpretiert. Die Aufspaltung der nationalsozialistischen und damit der eigenen Vergangenheit in eine, Zitat, Sphäre des Verbrechens und eine der Normalität diente in erster Linie der in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft vorherrschenden schuldabwehrenden und damit selbstentlastenden Distanzgewinnung nach dem Motto, Hitler war an allem schuld. Das Täterbild der zweiten bis etwa Ende der 1980er Jahre reichenden Phase war stark von einer die Geschichtswissenschaft lange Zeit bestimmenden funktionalistisch-strukturalistischen Sicht bestimmt, dass die Entpersonalisierung des Geschehens zum Inhalt hatte. Der pathologische Mörder machte dem interesselosen und kalt distanzierten bürokratischen Vollstrecker Platz. Bereits in dieser Phase erfolgte eine allmähliche Annäherung an die Normalitätsthese der in den 1990er Jahren folgenden Täterforschung. In den einschlägigen geschichtswissenschaftlichen und soziologischen Untersuchungen bestand weitgehend Konsens darüber, dass bei der überwiegenden Zahl der Täter der Anschein von einer psychologisch im Grunde wenig rätselhaften Normalität und profaner Durchschnittlichkeit gepaart mit einer gewissen Härte sowie einer emotionalen und moralischen Gleichgültigkeit vorgeherrscht habe. In manchen Beschreibungen gelten NS-Täter als dienstbeflissene Prototypen des modernen Menschen, rational, effizient, flexibel und, wenn erforderlich, auch skrupellos.
Individuelle Besonderheiten und irrationale Persönlichkeitsanteile traten in dieser Sicht hinter der These von der Übernahme sozialer Rollenfunktionen nahezu vollständig zurück. Aber auch der Einfluss antisemitischer Ressentiments und Hassbereitschaften als regulative Handlungsmotivationen ist damit fast vollständig aus dem Blick geraten. Es gab so die beiden Schulen innerhalb der Geschichtswissenschaft, nicht? Funktionalismus gegen Intentionalismus. Intentionalismus ist der Versuch, die subjektive individuelle Motivation der Täter oder überhaupt nicht Handelnder in der Geschichte herauszuarbeiten. Und der Funktionalismus versucht eher, ihre Funktion in viel vorgängiger und prioritär zu untersuchenden Strukturen von Herrschaftsverhältnissen zu untersuchen. Der Funktionalismus hatte in dieser Phase gegen den Intentionalismus gesiegt. Dieses in der immer wieder bemühten Zuschreibung einer eiskalten Sachlichkeit des Tötens verdichtete Täterbild ließ sich gut mit der Theorie der Rationalität bürokratisch-industrieller Funktionsabläufe im Zentrum der den Holocaust bestimmenden Logik der Vernichtung vereinbaren und wurde insbesondere als Prototyp einer Person Adolf Eichmanns und dem Auftreten in seinem Prozess in Jerusalem festgemacht. Dieser Ansatz war in der Zeitgeschichtsforschung lange Zeit tonangebend gewesen und zu deren Schlüsselbegriffen avancierte die von Hannah Arendt bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg verwendeten Bezeichnungen Todesfabriken für die Konzentrationslager und Verwaltungsmassenmord für die gesamte Shoah. In den Mittelpunkt rückte dabei ein Vergleich von Auschwitz mit einem modernen Fabriksystem. Ein Vergleich, der meines Erachtens den Unterschied zwischen der industriellen Herstellung mehr oder weniger nützlicher Waren und der Ausrottung von Menschen leichtfertig beiseite schiebt und die inhumane Monstrosität der Taten verschleiert. Die NS-Täter gelten nach diesem instrumentalistischen Ansatz nicht als grausame Exekutoren eines staatlich gelenkten Terrors, zu dessen Grundfesten der Minoritätenmord gehört, sondern lediglich als bloße und beflissene und ausführende Organe, gleichsam als affektlose Sozialingenieure des Tötens. So ein Ausdruck, den Harald Welzer in Anlehnung an Sigmund Baumann über Rudolf Höss, den Lagerkommandanten von Auschwitz, aufgegriffen hat. Ohne die Mobilisierung von Irrationalität, von Hass, Zerstörungslust und der Hoffnung zumindest auf narzisstischen Gewinn können aber, so meine feste Überzeugung, keine Tötung und vor allem keine Massenmorde zustande kommen. Deshalb ist die Rede von der vollständigen Emotionslosigkeit nur dem rationalen Kalkül unterworfener Fachleute des Tötens verkürzt. Das Morden, so meine zentrale These, geschah im Zeichen einer undefinierten Normalität, in die der Wahnsinn eingelagert war und deshalb den Eindruck einer eiskalten Sachlichkeit des Tötens annehmen konnte. Die einzelnen Täter schienen dabei halbwegs normal geblieben zu sein. Aber wie normal waren sie und die Verhältnisse, die sie hervorgebracht haben, wirklich? In den modernen Bildern der nationalsozialistischen Täter als effiziente, affektlose Erfüllungsgehilfen bürokratisch geregelter Massenvernichtung verdoppelt sich meines Erachtens das gesellschaftliche Verschwinden der Subjekte und ihrer irrationalen Beweggründe. Damit scheinen auch psychoanalytische Zugänge zur Täterforschung endgültig hinfällig geworden zu sein. Ein Verzicht darauf kann aber selbst eine Entlastungsfunktion erhalten und ungewollt in das Fahrwasser nachträglicher Entschuldung durch Verharmlosung der Täter als eilfertige Bürokraten und Befehlsempfänger geraten. Die dritte im Grunde seit Beginn der 1990er Jahre bis heute andauernden Phase der Täterdiskussion ist durch die Wiederentdeckung der subjektiven und vor allem heißt das der biografischen Seite des Täterhandelns gekennzeichnet. Mit ihr wurde aber gleichzeitig die in der zweiten Phase begonnene Hinwendung zu einer exklusiven Betonung der vorgeblichen Normalität der Täter abgeschlossen. Eingeleitet wurde diese Entwicklung insbesondere durch Brownings Untersuchung des Reservepolizeibataillons 101 von 1993, durch Goldhagens heftige Kontroversen ausgelöste Studie Hitlers willige Vollstrecker 96,
sowie die ebenfalls heftig und emotional aufgeladen diskutierte Wehrmachtsausstellung ab 1995. Mit dieser Rückgewinnung des Subjekts oder des Subjektiven wurde das bisherige Paradigma vom bürokratischen, anonymen und industriellen Prozess von den Tätern, die den Massenmord innerlich nicht bejahten oder ihm neutral gegenüberstanden, überwunden, damit aber auch die endgültige Durchsetzung eines unhinterfragten Normalitätsbegriffs in der NS-Täterforschung besiegelt. Das heißt, weder interessenlose Erfüllungsgehilfen noch pathologische Monster oder gar fanatische Judenhasser, sondern ganz gewöhnliche Deutsche, wie es immer hieß, die als eigenständige Akteure des Vernichtungsprozesses unter Gruppendruck, Chorgeist, Alkoholexzessen und anderen situativen Bedingungen in einem dumpfen, durch die brutalisierende Wirkung des Krieges verschärften Klima der Gewalt standen. Die galten nun als Prototypen des ansonsten voll normalen NS-Täters. Mit diesem Perspektivwechsel ging eine verstärkte Hinwendung zu einzelnen Tätern und inzwischen auch Täterinnen, Tätergruppen, Tatkomplexen und Einsatzgebieten einher, die einerseits zu wichtigen Erkenntnissen, zu weiteren Differenzierungen des Täterbilds und zu zahlreichen profunden Einzel- oder Gruppenstudien geführt haben. Gleichzeitig müssen wir aber auch feststellen, der inflationären Rede von der Normalität der Täter korrespondiert ein gesellschaftlicher und politischer Nationaldiskurs in Deutschland, in dem der Begriff Normalität oft im Zusammenhang mit nationaler Identität ähnlich inflationär verwendet und beschworen wird. Der seit der deutschen Vereinigung 1989 verstärkt auftretende, auf die Hervorrufung, die Evozierung positiver Nationalgefühle zielende neue deutsche Normalisierungsdiskurs läuft unter der Parole: endlich wieder ein normales Volk, eine normale Nation und eine normale Gesellschaft zu sein, auf eine vergangenheitspolitische Relativierung von Auschwitz und unter anderem durch eine Entkontextualisierung der nationalsozialistischen Verbrechen im Dienste einer neuen Qualität der Schuldabwehr hinaus. Da Auschwitz jetzt nicht mehr geleugnet werden kann und soll, liefern diese inflationär geführten Diskurse mit ihrer Beschwörung von Normalität ein begriffliches Instrument, um dessen offenkundig als Lähmung empfundenes Erbe loszuwerden. Die rückblickende Normalisierung der eigenen Geschichte. Aus dieser Perspektive erscheint, so Lars Renzmann, selbst der Holocaust, Zitat, als Normalität, als üblicher Lauf der Dinge, der sich entgegen der historischen Faktizität scheinbar überall hätte ereignen können. Und er wird in universelle Zusammenhänge wie dem Völkermord auf dem Balkan gerückt. Einmal relativiert und als Thema der vergleichenden Genozidforschung etabliert, lässt sich Auschwitz überall finden. In Vietnam, in Kambodscha, in Ruanda, im Kosovo und so weiter, worauf vor allem Harald Welzer mit seiner Banalisierung der NS-Täter als beliebiger Alter aller Weltstypen, denen eine einzige Verschiebung ihrer äußeren und inneren Koordinaten, Moralsystem, genügte, um ihrer Mordtätigkeit rational selbst einen Sinn und zudem den Anschein vollkommen normaler Arbeitsabläufe zu geben. Also ob die massenhafte Judenvernichtung als normale Arbeit zu sehen ist, müsste man auch mal diskutieren. Also über den Arbeitsbegriff, der da verwendet wird. Wird aber der hier unter Bezug auf das gesellschaftliche und politische Normalisierungsbemühungen in Deutschland angedeutete Zusammenhang zwischen wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Diskursen nicht mitreflektiert, besteht paradoxerweise gerade in der wissenschaftlichen Erinnerungsarbeit, so meine Ausgangsthese, ebenfalls die Gefahr einer Reproduktion der den öffentlichen Diskurs bestimmenden, schuldabwehrenden Entsorgung der NS-Vergangenheit mit undurchschauten projektiven Anteilen. Das lässt sich auch an Harald Welzers umstrittenem Beitrag von 2011 zur Modernisierung der Erinnerungs- und Gedenkkultur im Zeichen eines positiven, vom historischen Kontext, von der Opferzentrierung, vom Grauen und von jeglicher Moral abgekoppelten Event- und Spaßmanagements ablesen. Das war sein Vorschlag gewesen. Seine Kritik am monumentalisierten Grauen der Vernichtungslager in den Gedenkstätten gleicht übrigens signifikanterweise bis in den sprachlichen Duktus hinein Martin Walsers Hasstiraden
gegen die monumentalisierten Denkmäler unserer Schande. Also da ist das Holocaust-Gedenkmerkmal in Berlin gemeint. Und seine Kritik an der zur Pflichtübung verkommenen Verwendung von Auschwitz als Moralkeule. Hier sehen wir vor allem den medial attraktiven Ausdruck eines dem Zeitgeist angepassten Schlussstrich-Postulats. Für mich, und damit komme ich zurück zu meinem zentralen Anliegen, ergeben sich erhebliche Zweifel, wie ich gesagt habe, an dem hier immer wieder beschworenen Normalitätsbegriff, die ich hier jetzt andeuten werde. Nach dem Normalitätsparadigma gelten die Täter als unbeschädigte, eigenständige Akteure des Vernichtungsprozesses, bei denen sich persönliche Intentionen, soziale Praxisformen und eine situative und sich eskalierende Gewaltdynamik verdichteten. Mit Ausnahme der immerhin zugestandenen 5-10% an echten, angeblich Pathologen und Sadisten, sei das durchgängige Persönlichkeitsbild der Täter eben vollkommen normal und deren Antriebskräfte daher nicht von mitgebrachten individualpsychologischen Dispositionen beeinflusst oder gar bestimmt. Die Logik dieser Argumentation ist verblüffend. Gewalttätiges Handeln der Akteure begreifen Paul und Meilmann, zwei Historiker, somit nicht individualpsychologisch, Zitat, als aus psychologischen Dispositionen und Motiven ableitbare Kraft, sondern als eigenständigen situativen Sozialisationsfaktor, als Kraft, die fasziniert, anzieht und die Beteiligten partiell und zeitweise verändert. Zitat Ende. Diese Feststellung macht künstlich einen exklusiv verstandenen und damit falschen Gegensatz zwischen entweder psychisch, durch frühkindliche Sozialisation bestimmt, oder durch situative Prägung. Als maßgeblich erscheinen dieser Täterforschung im Zeichen des Normalitätsbegriffs nur die konkreten Handlungsfelder und die in ihnen gemachten Erfahrungen, nicht aber eine individualbiografische Untersuchungsperspektive. Das hier vermittelte Denken ist mit der Betonung dieser und ähnlicher Gegensätze stark dualistisch und schematisch geprägt. Intention oder Struktur, Disposition oder Situation, Normalität oder Pathologie, rational oder irrational, ideologisch oder ideologiefrei und so weiter. Der Historiker Longerich hat dazu treffend angemerkt, Zitat, meines Erachtens sind wir in der Holocaust-Forschung an einen Punkt gelangt, an dem eine Strukturierung der Debatten in Form solcher Dichotomien nicht mehr sinnvoll ist. Problematisch ist hier vor allem auch die offenkundige Ausblendung einer kritischen Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse sowie der politischen Herrschaftsstrukturen im Nationalsozialismus. Als Begründung für diese Prioritätensetzung genügt offenbar alleine der Hinweis auf die zum Leitbild dieser konkret empirisch ausgerichteten Forschung gewonnene Normalität. Allerdings ist diese immer wieder beschworene und schlicht mit Durchschnittlichkeit gleichgesetzte vollkommene Normalität auch in der Geschichtswissenschaft umstritten. So weist etwa Longerich in seiner profunden Gesamtdarstellung der nationalsozialistischen Judenverfolgung nach, dass gerade das von Browning und Goldhagen in den Mittelpunkt ihrer Untersuchung gestellte Reserve-Polizeibataillon 101 keineswegs den Durchschnitt ganz gewöhnlicher, nur zufällig rekrutierter Deutscher ohne tiefere Affinität zum Nationalsozialismus und seiner rassistischen Ideologie repräsentiert habe. Brownings Ordinary Man und Goldhagens Willing Executioner stellten sogar eher eine Minderheit dar. Und was den Einfluss der ideologischen Überzeugung angeht, in dessen Mittelpunkt das antisemitische Ressentiment gegen die Juden steht, so lässt sich mit Saul Friedländer ergänzen, das Täterverhalten, Zitat, war auch nicht vorwiegend das Ergebnis einer ganzen Reihe normaler soziopsychologischer Verstärkungen, Zwänge und gruppendynamischer Prozesse, die von ideologischen Motiven vollkommen unabhängig gewesen wären, wie Christopher R. Browning meinte. Die vorherrschende NS-Täterforschung sieht hier zwar den Antisemitismus, kann ihn und seinen Einfluss auf die Tätermotivation aber nur konkretistisch als feststellbare persönliche Haltung einzelner Täter fassen. Da aber eine direkte Kausalbeziehung zwischen antisemitischer Fanatisierung und Verbrechen, so der Historiker Gerhard Paul, nur in Ausnahmefällen wirklich nachweisbar sei, müsse die Forschung sich weiterhin verstärkt den konkreten Taten, den situativen Arrangements des Tatumfeldes und den individuellen Tatmotiven
jenseits der wie auch immer gearteten antisemitischen Motivation widmen. Jenseits. Bloß nicht mit dem Antisemitismus. Dies ist, wie ich finde, ein wissenschaftspragmatisches Armutszeugnis. Der Begriff der Normalität reicht nach meiner Überzeugung allein an die damit vernachlässigte Dimension des objektiv herrschenden, von Menschen begangenen Grauens im NS und in den Lagern nicht heran. Damit der zweite, zum zweiten Teil, Normalitäten und Pathologien, Zeichen eines kollektiven Wahns. Wenn wir psychologisch und sozialpsychologisch aus einer subjektbezogenen Perspektive zumindest annäherungsweise erklären, nicht verstehen wollen, wie aus halbwegs durchschnittlichen Menschen, Männern und Frauen, Massenmörder, Massenmörderinnen im Dienste einer angeblich guten und notwendigen Sache gemacht wurden, besteht die Hauptaufgabe darin, sich zunächst und vor allem mit jenen unbewussten psychischen Mechanismen auseinanderzusetzen, die zur Abwehr drohender Folgen von inneren und äußeren Krisen und Konflikterfahrungen verwendet werden und die die Menschen für völkische Propaganda und destruktive Lösungen gesellschaftlicher Konflikte und damit einhergehender persönlicher Krisen anfällig machten. Hier geht es also um die für die Sozialpsychologie klassische Frage nach der Verzahnung von totalitärer Herrschaft und psychischen Dispositionen der in einer faschistischen Masse aufgehenden Einzelnen, ohne die bereitwillige Preisgabe der mühsam erworbenen Fähigkeit zur Mitmenschlichkeit, wie es Alexander Mitscherlich formulierte, nicht erklärbar ist. Das bedeutet auch, ohne eine gruppen- bzw. massenpsychologische Perspektive, Stichwort wie funktioniert, was ist und wie funktioniert Volksgemeinschaft, und insbesondere ohne eine die systematische Berücksichtigung des Antisemitismus als eine die allgemeine alltägliche Wahrnehmung und das gesellschaftliche Klima bestimmenden sozialen Pathologie, wird das meines Erachtens nicht möglich sein. Das sind dann die Themen der nächsten anschließenden Vorlesung. Eine Analyse der subjektiven Bedingungen der NS-Täterschaft sollte aber zunächst auch an einer klinisch sogar genauen Bestimmung des Verhältnisses von Normalität und Pathologie ansetzen. Für diese Bestimmung sind vor allem zwei Erkenntnisse der Psychoanalyse wichtig. Erstens weist Sigmund Freud am Beispiel der Träume und der Fehlleistungen auf die grundsätzliche Übereinstimmung zwischen normalen und pathologischen Mechanismen in der Arbeitsweise der psychischen Persönlichkeit hin. Im Mittelpunkt stehen hier die unbewussten psychischen Abwehrmechanismen, deren erste Erscheinungsformen und ihre Quellen bereits in der frühesten Kindheit auftreten. Darauf komme ich noch kurz zurück. An dieser Stelle fügt sich die zweite Erkenntnis Freuds über die Verbindung des Pathologischen zur Normalität ein. Das Ich, so schreibt er, muss ein normales Ich sein. Aber ein solches Normal-Ich ist, wie die Normalität überhaupt, eine Idealfiktion. Das Abnorme, für unsere Absichten unbrauchbare Ich, ist leider keine. Jeder Normale ist eben nur durchschnittlich normal. Sein Ich nähert sich dem des Psychotikers in dem oder jenem Stück in größerem oder geringerem Ausmaß. Freud zieht daraus eine zentrale Schlussfolgerung, die inzwischen zum allgemeinen Standard auch der gängigen psychiatrischen Diagnostik gehört. Die Grenze zwischen Normalität und Pathologie ist fließend. Aus beiden Thesen Freuds über das Verhältnis von Normalität und Pathologie folgt, dass pathologische Einsprengsel bis hin zu psychotischen Reaktionsbereitschaften zum latenten Kernbestand auch halbwegs normaler Persönlichkeiten, ihrer Wahrnehmungsorganisation und ihres Affekthaushalts gehören. Nicht nur die Rationalität, sondern auch und gerade die Irrationalität ist bei Menschen voll normal. Die täterpsychologische Bedeutung dieser beiden Bestimmungen über das Verhältnis von Normalität und Pathologie lässt sich zumindest ansatzweise und beschreibend am Beispiel von Rudolf Höss, dem längsten und wichtigsten Lagerkommandanten von Auschwitz, zeigen. Der Historiker Martin Brossert sieht in seinem Vorwort von den autobiografischen Notizen von Höss, der in seiner Art seelischen Nabelschau, ich glaube, Denken, Fühlen und Werden oder so ähnlich heißt dieses Ding, ne? Diese Autobiografie. Ich war Kommandant in Auschwitz. Brossert gibt das raus und schreibt in seinem Vorwort und beschreibt darin Höss als einen Menschen, der alles in allem, Zitat, recht durchschnittlich geartet, keineswegs bösartig, sondern im Gegenteil
ordnungsliebend, pflichtbewusst, tierliebend und naturverbunden. Ja, auf seine Weise innerlich veranlagt und sogar ausgesprochen moralisch ist. Normal, moralisch, durchschnittlich und bösartig, das muss offenbar kein Gegensatz sein. War Heuss wirklich nicht nur ein Mörder, sondern auch ein rührender Vater und Ehemann, was als Klischee immer wieder bemüht wird, um seine vorgebliche Normalität zu belegen? An diesem Bild des braven Familienvaters hat Heuss selbst ordentlich mitgestrickt. Und wir wissen nicht einmal, ob es überhaupt zutrifft. Abgesehen davon, dass dieses Bild auf ganz unzureichenden Informationen über die Persönlichkeiten von Menschen wie Heuss oder Eichmann gegründet ist und man die Zuschreibung des Prädikats rührender Vater wohl bei jemandem in Zweifel ziehen kann, der sein Kind in der Kommandatur von Auschwitz im Schatten der Öfen von Birkenau aufwachsen lässt. Dann ist dieses Bild weniger ein Abbild der in Frage stehenden Persönlichkeit als vielmehr eines unserer Schwierigkeiten mit ihnen. Die Monstrosität der Taten dieser Personen, so Jan-Philipp Remzma zu diesem Problem, ist von einer Art, dass wir sie nicht zusammenbringen können, dass sie selber nur das Format von Durchschnittsschurken haben. Dem Gerichtspsychologen Gilbert gegenüber bekannte Höss jedenfalls am Rande des Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesses, Zitat, ich bin völlig normal. Selbst als ich die Ausrottungsaufgabe durchführte, führte ich ein normales Familienleben und so weiter. Gilbert, der Höss untersucht hatte, stellt diese Selbstetikettierung des Prototyps eines kleinbürgerlich normalen Menschen, wie Boschert ihn charakterisiert, in Frage und vermied einfache Erklärungen nach dem bequemen Entweder-Oder-Muster, das uns in der NS-Täterforschung so häufig begegnet. Wenn nicht pathologisch oder sadistisch, dann eben normal. Höss machte auf Gilbert, Zitat, den Gesamteindruck eines Mannes, der geistig normal ist, aber mit einer schizoiden Apathie, Gefühllosigkeit und einem Mangel an Einfühlungsvermögen, wie er kaum weniger extrem bei einem richtigen Schizophrenen auftritt. Das Beispiel Höss zeigt, es sind weniger die frühen Kindheitserinnerungen, die Höss geprägt haben, sondern die politische und militärische Sozialisation in der NS bei den Atamanen, dann in der SS und die jahrelange Tätigkeit als KZ-Mitarbeiter und schließlich Kommandant eines Vernichtungslagers. Das bleibt nicht spuren- und folgenlos für die psychische Abwehrstruktur. Es geht also nicht um eine unzulässige Pathologisierung, sondern das bedeutet, Pathologie und Normalität stellen weder in klinischer noch in sozialpsychologischer Hinsicht einen absoluten Gegensatz dar und wir müssen akzeptieren, dass selbst wahnhafte Reaktionsbereitschaften zum subjektiven Potenzial ganz normaler Persönlichkeitsverläufe zählen. Neben der Isolierung und der Spaltung gehören vor allem früh erworbene Projektions- und Introjektionsmechanismen zu diesen quasi-psychotischen Reaktionsbereitschaften, die in Zeiten innerer und äußerer Krisen regressiv zur Abwehr vermeintlich drohender Gefahren mobilisiert werden können. Das erleben wir zurzeit auf den Straßen und bei der AfD. Was ist damit gemeint? Und welche Bedeutung kommt diesen unbewussten Verarbeitungsmechanismen für die Genese der Täterschaft im NS zu? Der archaische Abwehrmechanismus der Projektion dient letztlich der Entlastung des Ichs von sozial erzeugten, unerträglich gewordenen innerpsychischen Spannungen und den mit ihnen verbundenen Unlusterfahrungen. Es handelt sich um einen sehr frühen Mechanismus, den Sigmund Freud schon entdeckt und dann vor allen Dingen Melanie Klein weiter ausgebaut hat. Mit dem Ziel, ich mache das sehr kurz, weil in anderen Vorlesungen komme ich darauf nochmal zurück, mit dem Ziel, dem Lustprinzip, also dem Wunsch, Lust zu erreichen und Unlust zu vermeiden, uneingeschränkt Geltung zu verschaffen, werden vom frühen, noch unentfalteten Ich unangenehme, vor allem angstauslösende innere Reize und Empfindungen nach außen auf dafür geeignet erscheinende oder gemachte Objekte projiziert, gleichzeitig als angenehm empfundene äußere Lustquellen und Reize über einen Introjektionsvorgang verinnerlicht und so behandelt, als käme alles Gute von innen. Die Folge, sagt Freud, ist eine primitive Hassbereitschaft gegenüber allen unlusterregenden Reizen. Das heißt, das frühe Ich hasst und verabscheut mit Zerstörungsabsicht alle Objekte, die ihm zur Quelle von Unlust erfahren werden. Auf diesem Boden findet diese Spaltung statt, nicht? Also Introjektion, Projektion. Und damit durch die Projektion
das, was wir später wiederfinden, die Konstruktion oder die Konstruktion des bedrohlich Bösen. Dieser Vorgang hat erhebliche Konsequenzen für den Affekthaushalt und die Wahrnehmungsorganisation des Ichs. Zitat, die Außenwelt zerfällt ihn nun in einen Lustanteil, den es sich einverleibt hat, und einen Rest, der ihm fremd ist. Aus dem eigenen Ich hat es einen Bestandteil ausgesondert, den es nun in die Außenwelt wirft und als feindlich empfindet. Ähnlich wie Freud macht das auch Melanie Klein und nennt das paranoid getönten Introjektions- und Projektionsvorgang als eine Urform und Vorbild von aggressiven Objektbeziehungen auf eine ursprünglich normale Abwehrreaktion gegen angstauslösende innere und äußere Bedrohungen in den frühesten Entwicklungsstadien von ihr sogenannten paranoid-schizoiden Position zurück, bei der alles Gute durch Introjektion von innen zu kommen scheinen und alles Böse empfunden durch Projektion nach außen abgestoßen wird. Der narzisstische Gewinn liegt in der irrigen Annahme, man selber sei gut und das, was anders ist, eher schlecht, minderwertig oder sogar böse. Im Verlauf der Sozialisation wird dieser früh erworbene und für den angestrebten seelischen Ausgleich äußerst nützliche Mechanismen im Umgang mit inneren und äußeren Wahrnehmungen und den dahinter stehenden archaischen Ängsten in der Regel einigermaßen sozialverträglich abgemildert, aber nie vollständig überwunden. In Kreisen existenzieller Krisen können grundsätzlich alle, also auch die sogenannten normalen und vermeintlich gesunden, auf diese primitive Sicht von sich und der Welt zurückfallen, in der unbewusst der Glaube vorherrscht, durch Isolierung, Abspaltung, Veräußerlichung, Verfolgung und gegebenenfalls durch die Zerstörung des angstauslösenden Bedrohlichen in Sicherheit zu sein oder zu bleiben. Auch das ist hochaktuell. In der Möglichkeit derartiger regressiver Rückgriffe liegt psychologisch gesehen das Gefährlichste, weil eben gerade im Normalen liegende psychische Potenzial, das den wichtigsten subjektiven Anknüpfungspunkt einer rassistischen Politisierung ausmacht, zu deren Prototypen zweifellos der antisemitischen Massenwahn der Nationalsozialisten gehört. Die psychischen Wurzeln dieses paranoiden und destruktiven kollektiven Prozesses gehören also zur normalen Konstitution von Subjektivität. Aber die weiteren Wege und Mechanismen der antisemitischen Feindbildkonstruktion folgen dem Muster einer Pathologie, und zwar einer sozialen Pathologie mit deutlichen paranoiden Warngehalten. Der Hass auf Fremde, bei gleichzeitiger Selbstdefinition durch die Zugehörigkeit zu einer überlegenen Rasse, Gruppe oder Nation, trägt in seiner Primitivität wahnhafte Züge. Dahinter stehen diffuse Ängste und Wahrnehmungsverzerrungen, die bis zum Realitätsverlust reichen können. Das im Innern abgespaltene und als fremd und bedrohlich empfundene eigene wird, wie gesehen, auf äußere Feinde projiziert und stellvertretend an ihnen verfolgt. Das ist ein Grundmechanismus, der jetzt immer wieder ein bisschen auftauchen wird und besonders in der Abschlussvorlesung zur aktuellen Frage der Sozialpsychologie der Fremdenfeindlichkeit wieder aufgegriffen wird. Für eine sozialpsychologische Analyse des Antisemitismus und seiner Bedeutung im Kontext sozialer und psychischer, für die Konstitution der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft grundlegender Integrations- und Ausgrenzungsprozesse ist dieser Projektionsmechanismus von großer Bedeutung. Durch ihn werden wiedererkennbare Feindbilder konstruiert, die soziale Wahrnehmung massenpsychologisch geformt und der Hass in die ideologisch vorgestanzten Richtungen gebahnt. Dieser gesteuerte kollektive Hass gibt die ausgesuchten Opfer schließlich potenziell und real der Vernichtung preis. Was ist damit gemeint und wie funktioniert dieser Mechanismus im großen Maßstab? Der wahrnehmungspsychologische Schlüsselsatz in der Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorno zum Antisemitismus lautet, der, Zitat, als Feind Erwählte wird schon als Feind wahrgenommen. Damit wird der Weg angedeutet, auf dem durch den Projektionsmechanismus, das innerlich vertraut ist, als äußerster Feind, als äußerer Feind geprägt werden kann. Das ursprünglich ersehnte, dann verpönte eigene kann und muss erst zum Verhassten gemacht werden, ehe der Abspaltungs- und Projektionsmechanismus auf dem beschriebenen Weg praktisch wirksam greift und dieses Potenzial massenpsychologisch in die Totalität einer vernichtungsbereiten Volksgemeinschaft überführt werden kann.
Am Ende dieses komplexen projektiven Wahrnehmungsvorgangs steht für Adorno und Horkheimer schließlich der Sprung von der Stigmatisierung zur Auslöschung. Ist es einmal soweit, dann erscheint das bloße Wort Jude als die blutige Grimasse, das einer Jude heißt, wirkt als die Aufforderung, ihn zuzurichten, bis er dem Bilde gleicht. Zum Opfer aber können nur diejenigen gemacht werden, die besonders geeignet zu sein scheinen, mit dem unbewussten Inhalt der eigenen Projektionen und dann schließlich mit dem eigenen Bösen des Projizierenden identifiziert zu werden. Erst diese unbewusste Identifizierung des Objekts mit den verpönten Selbstanteilen und den dazugehörigen Affekten, Angst, Aggression und Hass, schafft eine Verbindung, die ein zerstörerisches Eindringen in die nun als absolut feindlich empfundenen Objekte als Gegenmaßnahmen gegen die ihnen unterstellten gefährlichen Tendenzen nicht nur erlaubt, sondern geradezu erzwingt. Einmal als absoluter Feind konstruiert, muss dessen unerbittliche Rache gefürchtet und abgewehrt werden. Der konstruierte äußere Verfolger wird durch diese projektive Verschiebung zum Träger der eigenen zerstörerischen Hassregungen, aber auch anderer verpönter und abgespaltener Selbstanteile, denen sich das Subjekt entfremdet hat und die es nun im Außen in der Gestalt des zum Feind deklarierten Fremden mit Schrecken wiederfindet. An den Juden und nach gleichem Muster den anderen Fremdvölkischen und den Gemeinschaftsfremden konnten nun jene Verbrechen begangen werden, die der paranoide Wahn ihnen selbst angedichtet hat. Noch einmal Horkheimer, Adorno. Regungen, die vom Subjekt als dessen eigene nicht durchgelassen werden und ihm doch eigen sind, werden dem Opfer dem Objekt zugeschrieben, dem prospektiven Opfer. Konkreter, ein solcher Projektionsvorgang steht zum Beispiel hinter der Überzeugung der Nationalsozialisten, die Juden würden allem Nichtjüdischen mit absoluter Feindschaft gegenüberstehen. Der Antisemit muss daher den Juden verfolgen, so die schlichte Pointierung noch einmal Ernst Simmel, weil er selbst sich einbildet, vom Juden verfolgt zu werden. Erst durch diesen Projektionsvorgang kann der Fremde zum Feind und der Feind zur Inkarnation des absoluten Bösen erhoben werden. Als wichtigste Folge dieses Vorgangs entstehen, so der Psychoanalytiker Otto Kernberg, Zitat, gefährliche, vergeltungssüchtige Objekte, gegen die der Projizierende wiederum sich zur Wehr setzen muss. Er muss das Objekt beherrschen und er selbst angreifen, bevor er, wie er fürchtet, vom Objekt überwältigt und zerstört wird. Die Verfolgung und Vernichtung des gefährlichen, weil übermächtigen und Geltung und vergeltungssüchtigen Feindes, der nicht nur das eigene Selbst, sondern auch die Gemeinschaft der Gleichgesinnten bedroht, erscheint dann als putative, als vermeintliche Notwehrhandlung, ein Muster, das auch die Beschwörung des nationalen Notstands im heutigen Rechtsextremismus und Populismus, die Angst der Pegidisten vor islamischer Überfremdung, aber auch die aktuellen Androhungen der bayerischen CSU von Notwehrmaßnahmen in der Flüchtlingswelle Herr zu werden bestimmt. Die Sorgen von Ihnen und anderen ähnlich besorgten Wutbürgern ist meist doch nichts anderes als offener bis verkappter Fremdenhass. Kommen wir noch einmal kurz auf den NS und die Antriebskräfte der Täter und Täterinnen zurück. Hier stoßen wir auf einen engen Zusammenhang von Antisemitismus und nationalsozialistischer Volksgemeinschaft, die der Motivstruktur der Täter unter der Ausnutzung und kollektiven Mobilisierung der hier bisher weitgehend am Individuum festgemachten Abwehrmechanismen maßgeblich bestimmt hat. Die entscheidende Triebfeder der versuchten Transformation der deutschen Gesellschaft in eine harmonische Volksgemeinschaft ist die Konstruktion des absoluten jüdischen Feindes, von dessen Ausmerzung das eigene Seelenheil als Kollektiv abhängen sollte. Die Kraft des antisemitischen Wahns und die ihm inhärente paranoid getönte Abwehrkampfbereitschaft war für die allgemeine Wahrnehmungsorganisation derart prägend, dass dabei nicht einmal alle Volksgenossen und Volksgenossinnen überzeugte und fanatische Antisemiten zu sein brauchten. Das Inklusionsversprechen der Nationalsozialisten, das heißt, das erhabene Gefühl, nicht nur dazu, sondern auch noch einer überlegenen Herrenrasse anzugehören, war somit an die Verankerung des Antisemitismus und der mit ihm verknüpften wahnähnlichen sozialen
Wahrnehmungsmuster in den Alltag gebunden. Das lässt den Schluss zu, der erste grundlegende Schritt zur wehrhaften Volksgemeinschaft lag in dem Versuch einer kollektiven Angleichung der Wahrnehmungsorganisation nach dem Muster einer manichäistischen, also eine fast religiös-dualistische Aufteilung der Welt in Gut und Böse, in Freund und Feind. Zur Idee, zur Konstitution und der Konstitution der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft gehört in der Konsequenz die Ausmerzung von einer erst konstruierten, dann als solche wahrgenommenen Differenz, die nicht an sozialen Gegensätzen und Ungleichheiten, sondern am Bild des Juden als Repräsentant des anderen schlechthin festgemacht wurde. Aus diesem Grund ist die politische Wahrnehmungssteuerung so ungemein wichtig gewesen. Und das heißt, der Krieg gegen das menschliche Leben beginnt mit der Bemächtigung und der Veränderung von Wahrnehmung. Diese Pervertierung der Wahrnehmungsmuster im Zeichen eines kollektiven paranoiden Wahns gehörten somit zu den Grundlagen der NS-Volksgemeinschaft, deren Nachhall heute in der sehnsuchtsvollen Beschwörung "Wir sind das Volk" in Dresden und anderswo aufschimmert. Das bedeutet nicht, dass der Einzelne aus psychopathologischer Sicht gestört sein muss, im Gegenteil. Der Anschluss an die Volksgemeinschaft ermöglicht die Beteiligung und die Mitwisserschaft an Massenverbrechen im Zeichen dieses kollektiven Warnsystems, ohne dass die Normalität der Akteure im Sinne einer psychiatrisch unauffälligen Durchschnittlichkeit wesentliche Einbuße erfahren muss. Der Wahn, so schreibt Isidor Kaminer 1997, der Wahn war Teil der Normalität geworden. Und man könnte durchaus die Behauptung aufstellen, dass der Wahnsinn der Gesunden sich an den Geisteskranken und den Juden austobte. Die wenig beruhigende Schlussfolgerung daraus lautet: Das Absinken in die Barbarei ist faktisch weder ein kollektiver Rückfall in vorzivilisierte Zeiten noch eine pathologische Regression des Individuums auf eine vorsoziale, primitive Stufe seiner Persönlichkeitsentwicklung, sondern vielmehr die Mobilisierung eines zum Human spezifisch und gesellschaftlich normalen, zählenden Potenzials. Die, nennen wir es in der Mangelung eines genaueren Begriffs, die Normalpathologie des Einzelnen verträgt sich gut mit der Entmenschlichung und einer möglichen Beteiligung an Massenmorden. Die mit den antisemitischen Stereotypen von niederen Tieren oder auszurottenden Krankheitserregern bereits vorgenommene Dehumanisierung des jüdischen Feindobjekts wird mit diesem steuernden Eingriff in die konfektionierten Wahrnehmungsorganisationen gleichsam vollendet. Für Adorno ist, Zitat, der gesellschaftliche Schematismus der Wahrnehmung bei den Antisemiten so geartet, dass sie die Juden überhaupt nicht als Menschen sehen. Eine derartige Dehumanisierung aber, so Adorno weiter, enthält bereits den Schlüssel zum Pogrom. Denn die Entrüstung über begangene Grausamkeiten wird umso geringer, je unähnlicher die Betroffenen den normalen Lesern sind bzw. scheinen. Ich komme zum Schluss. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Die objektiven, gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse lassen sich selbstverständlich nicht aus dem Seelenleben der Individuen erklären, und so lässt sich auch der Antisemitismus natürlich nicht aus den Deformationen des Einzelnen ableiten. Allerdings können wir aus einem vorsichtigen Vergleich der Mechanismen von paranoider Psychose und Massenwahn viel über das Funktionieren scheinbar vollkommen normaler Exekutoren einer staatsdoktrinären Vernichtungspolitik und damit über die Antriebskräfte der NS-Täter und anderer Massenmörder im Rahmen von genozidalen Prozessen, furchtbarer Ausdruck eigentlich, lernen. Wir erfahren aus diesem Vergleich zwar auch etwas über die Gefahren, die potenziell auch in einer demokratischen Gesellschaft von der Abstumpfung der Moral und der Pervertierung der Wahrnehmung durch die Mobilisierung eines die Massen in Krisenzeiten ergreifenden absoluten Freund-Feind-Denkens ausgehen kann. In solchen Krisenzeiten können, wie hier genauer aufgezeigt werden sollte, insbesondere paranoide Züge mobilisiert werden und sich in die Normalität des Alltagsbewusstseins eingraben. Was heißt das? Die große Gefahr geht von einer gesellschaftlichen Entwicklung aus, die den Rechtsextremismus immer wieder aufs Neue erzeugt, möglich macht und sich als offene Speerspitze der geheimen Reinigungswünsche des deutschen Volkes begreifen lässt.
Damit meine ich vor allem die Verankerung und die mit der gesellschaftlichen und der aktuellen Flüchtlingskrise einhergehende zunehmende Verbreitung fremdenfeindlicher, rassistischer, muslimfeindlicher und antisemitischer Einstellungen in der sogenannten Mitte der Gesellschaft, wie alle einschlägigen empirischen Studien der letzten Zeit ergeben. Die Feindbilder von AfD, Pegida und allen ähnlichen völkischen Massenphänomenen zeigen, dass Hass und gewaltbereite Fremdenfeindlichkeit eine zutiefst irrationale soziale Krankheit ist, die Zeichen einer kollektiven Pathologie mit wahnhaften Zügen aufweist. Dieser kampfbereite Hass gegen Minoritäten lässt sich selbstverständlich nicht linear als unausweichliches Schicksal ableiten, aber jede Erscheinungsform von Fremdenfeindlichkeit bis zur Liquidation von Minderheiten kann nur durch die Mobilisierung und Entfesselung des hier skizzierten archaischen Potenzials funktionieren. Letztlich aber geht es immer um die politische Steuerung der gesellschaftlich ausgelösten und durch Krisen verstärkten Verzerrungen dieses unbewusst sedimentierten Musters innerer und äußerer Wahrnehmungsbereitschaft. Denn, so noch einmal Adorno schon 1951, dieses wahnähnliche Potenzial kann im kollektiven Maßstab erst dann manifest werden und ausbrechen, wenn es politisch gelingt, Zitat, das im Individuum vergrabene subjektive Unheil mit dem sichtbaren Objektiven zu einer explosiven Mischung zu integrieren. Und das heißt, erst wenn das gelingt, wird das Fremde zum Inbegriff des Bösen, Gemeinen, Hässlichen, während die Projektion dem Ich des Einzelnen und dem Gruppen-Ich, so der Sozialpsychologe Uli Bielefeld, die Ambivalenz nimmt, Zitat, und es so zu einem reinen Ich macht, lässt Grenzen als fest, als nicht verschiebbar, als natürlich erscheinen und Differenzen. Das muss uns vor dem hier skizzierten Hintergrund alle zutiefst irritieren und beunruhigen. Vielen Dank für Ihre und eure Aufmerksamkeit.